So, Simon. Jawohl. Jetzt einen Moment. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das wieder hinkriegen. So. Du siehst mein jetzt. Perfekt. Wunderbar. Ich sehe dich, du siehst mich. Ah, einen Moment. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Du Jawohl. hörst mich auch. Ich höre dich sehr gut, jawohl. Ja, wir haben endlich einen Gast, der einen noch besseren Hintergrund hat als wir. Gut ausgewählt, super. Herzlich willkommen zur Episode 7 vom Advanced Talk. Bevor du dich vorstellen darfst, gebe ich kurz nochmal zwei, drei Sätze mit rein. Was ist unser Gedanke mit dem Format? Wir wollen Trainer in der jetzigen Zeit, wo es extrem schwierig ist, irgendwas Fußballrelevantes in der Praxis zu machen, so ein bisschen theoretischen Input geben. Ist aber so abwechslungsreich wie möglich und haben neben unserem Podcast und unserem Blog, den wir haben, eben jetzt das neue Format, diesen Livestream. Haben da ganz unterschiedliche Leute, haben da Tom Kosak, Sportpsychologe, Dami Dugancic vom DFB, haben Marius Huth von Alba Berlin und ja, so die ganze Bandbreite und die ganze Palette eigentlich jetzt mittlerweile schon gehabt. Und glücklicherweise heute dich, Samstagabend, Simon Schuchert. Stell dich am besten selber vor, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Simon Schuchert, ich bin 29 Jahre alt und bin sportlicher Leiter der U9 bis U12 beim VfL Bochum im Talentwerk und gleichzeitig auch noch U16 Trainer. Okay, und du bist wie lange beim VfL schon? Ich werde im Sommer in meine 9. Saison gehen, also genau, schon ein paar Jährchen. Das sind ein paar Jährchen. Wir hatten ja vor 2 Wochen waren es auch den Carsten Gorges, der ja auch eine Zeit lang beim VfL war. Habt ihr zusammengearbeitet? Ja, genau, wir haben zusammengearbeitet. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war in der U12 und er war in der U13, U14. Ich glaube, so war die Schnittstelle letztendlich. Aber Carsten und ich haben hier beim VfL auch zusammengearbeitet. Ah, wunderbar. Da Genau. schließt sich der Kreis wieder. Super. Ja. Wir haben wie immer, oder ja doch, wir haben wieder Feedback bekommen zur letzten Episode, die extrem gut ankam mit Jule Wiegand vom FC St. Pauli. Wir hatten da vorab gesagt, wir möchten nicht so viel über Corona sprechen, weil das einfach jetzt im Moment ja, die Leute mehr nervt, als dass es sie interessiert. Wir möchten aber trotzdem einen kleinen Block noch drin lassen, weil die spezielle Situation ja auch ein paar Faktoren mit sich bringt, die auch für dich als oder für euch als Talentwerk relevant sind. Thema Eigenmotivation und Eigenantrieb. Wie sieht im Moment dein Alltag aus? Du kannst ja nicht auf dem Platz stehen. Dir fehlen ja wahrscheinlich 8, 9 Stunden in der Woche, die du normalerweise auf dem Platz stehst. Wie ist es im Moment? Ja gut, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt dann auch für uns im Talentwerk. Und ja, wir versuchen viel über Videokonferenzen letztendlich mit den Jungs in Austausch zu sein, gleichzeitig auch mit den Trainerkollegen im Austausch zu sein. Ist für alle eine große Herausforderung, aber ich glaube auch, dass wir in dieser Situation auch viel mitnehmen können. Und uns, ich glaube, hat ein Kollege auch schon gesagt in dem Stream hier, dass man schon die Möglichkeit hat, auch Dinge, ja, einen Fokus auch zu legen, wo man sonst vielleicht noch nicht so zugekommen ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit den Jungs, weil man natürlich auch überlegt als Trainer, was können wir machen, was können wir irgendwie anbieten, um den Kontakt auch aufrechtzuerhalten. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Dinge künstlich zu installieren, sondern glaube, das muss auch aufrichtig rüberkommen und das Interesse muss dann auch dann ja untermauert sein. Und wir haben jetzt zum Beispiel Kleingruppen gebildet, eben aus den Positionen heraus, dass wir die Außenverteidiger zusammen hatten, die Torhüter zusammen, Mittelfeldspieler aus dem Sechserbereich, äußere Mittelfeldspieler, Stürmer, und die sollten sich den, ja, ihren Lieblingsspieler aussuchen. Also einen Lieblingsspieler aus der Position. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, viele Videos zusammengeschnitten, damit wir ja über die Spiele einfach uns mal anders austauschen können, ne? Nicht nur die besten Szenen, wie die Tore entstehen, die Spieler vielleicht vorbereiten oder selber schießen, sondern auch, was macht der Spieler ohne Ball? Was macht ihn vielleicht auch besonders zum Topspieler? Das war dann ziemlich spannend, auch für die Jungs, glaube ich, weil sie nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen haben von einem Spieler, den sie sicherlich als Vorbild auch sehen. Wie würdest du jetzt im Moment die Kommunikation innerhalb des Vereins beschreiben? Wie macht ihr das? Wie regelt ihr das? Ist das über Videokonferenzen? Wir hatten es mit Frank Schäfer, der gemeint hat, immer mal wieder gibt es auch von ganz oben dann eine Ansprache an alle. Wie handhabt ihr das im Moment? Ja, wir haben da einen großen Austausch, sind da auch ähnlich gut vernetzt, viel über Videokonferenzen. Wir hatten mit den sportlichen oder den Trainern der Jugendteams
U9 bis U12 jetzt für meinen Bereich dann auch 3 Videocalls innerhalb der letzten Woche, wo wir dann auch viel auf die neuen Themen eingehen, welche Möglichkeiten wir auch haben. Max Sabotka, Assistent der sportlichen Leitung bei mir, hat eine Challenge entwickelt für die Jungs auch. Also wir machen da auch viel drumherum und der Austausch ist sehr gut. Auch mit Alexander Richter oder David Siebers sind wir im stetigen Kontakt, dass wir da auch einfach viel im Austausch sind und die nächsten Dinge vorantreiben. Okay. Würdest du die Zeit bisher jetzt rein vom fußballerischen Aspekt, dass wir nicht auf dem Platz arbeiten können mit den Jungs, würdest du sie trotzdem als ein Stück weit erfolgreich benennen? Also hast du das Gefühl, es werden Prozesse auch angestoßen oder auch Persönlichkeitsentwicklung bei manchen Jungs, wo du dachtest, oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet? Das birgt ja immer eine Chance auch, ne? Und jetzt haben wir sicherlich die Möglichkeit, mit den Jungs in einer anderen Art und Weise intensiver auch zu arbeiten, sei es die Videos jetzt über die Top-Spieler, wo man sich die Zeit nehmen kann. Wir haben ein anderes Thema, war teaminterne Prozesse verbessern, wo die Jungs wirklich auch geradeaus sein durften und Dinge ansprechen konnten, die sie beschäftigen, die sie vielleicht auch verbesserungswürdig finden. Oft ja, hat man da die Zeit einfach nicht, ne? Weil diese Zeit irgendwo ein bisschen fehlt. Da können wir sicherlich an den einen oder anderen Dingen ein bisschen arbeiten. Ich glaube, der wichtigste Punkt, aus meiner Perspektive zumindest, wird sein, wenn wir wieder anfangen dürfen, dann birgt das die Riesenchance, dass die Spieler, die extrem überlastet waren, das glaube ich, sagt jeder Trainer im Nachwuchszentrum, die kommen aus verschiedenen Städten, fahren teilweise über eine Stunde zu uns, haben einen hohen Workload in der Schule, sollen dann noch bei uns liefern und eine gute Leistung bringen. Und jetzt können die mal runterfahren, den Akku aufladen und diese Kreativität, also jetzt Langeweile zu haben, erzeugt letztendlich extreme Kreativität. Und ich glaube, das werden wir auf den Fußballplätzen nicht nur in Deutschland sehen, dass die Jungs Spaß haben, mutig sind, auch im 1 gegen 1 verrückte Dinge machen. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, wovon alle profitieren werden. Jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, dass du spezielle Spieler deiner Mannschaft schickst, kannst du da nochmal genauer ein bisschen drauf eingehen? Was macht ihr jetzt so ein Stück weit besonders oder anders als vielleicht andere NLZs? Ja, ich glaube, dass unser Austausch grundsätzlich erstmal gut ist. Das ist bei den anderen Vereinen sicherlich auch so. Besonders ist bei uns sicherlich, wenn man U17 und U19 anguckt, dann haben wir eine große Schnittstelle zu den Profis. Das heißt, unsere besten Athleten aus der U17 und U19 haben die Möglichkeit, bei den Profis mitzutrainieren. Immer nur ausgewählt natürlich, aber das ist halt toll bei uns, weil die Schnittstelle U17 und U19 Cheftrainer sind als Co-Trainer beim Profiteam dabei und so haben natürlich die Verzahnung zwischen Profiteam und Nachwuchsabteilung des Talentwerks natürlich eine riesen Schnittmenge, wo man auch viel in den Austausch kommt und das ist sicherlich ein Aushängeschild von uns. Wenn man das weiterziehen möchte, dann kann man sicherlich auch sagen, dass wir eine unheimlich gute Quote haben, was die Jahrgänge angeht, was Übernahmequoten angeht, was die Stabilität angeht. Vermeintlich von außen betrachtet würde man sagen, dass es der kleine VfL Bochum ist. Ich glaube, dass wir in dieser Nische uns extrem gut platziert haben und auch stabilisiert haben und gut entwickelt haben und jetzt natürlich nicht nur die Möglichkeit haben, gute Spieler zu holen, sondern diese Spieler auch darüber hinaus zu halten und auch dann beim VfL Bochum so zu entwickeln, wie es dann vielleicht das perfekte Beispiel, Leon Goretzka, Lukas Klostermann oder Ilkay Gündoğan sind alles Top-Spieler, die jeder kennt, der sich mit dem Fußball befasst, die er kennt, die den Weg bei uns gegangen sind. Und da glaube ich, haben wir beim in Deutschland generell, glaube ich, einen ganz guten Ruf entwickelt. Jetzt haben wir da die passende Zuschauerfrage dazu. Möchtest du, weil du das Thema Verbleibgarantie angesprochen hast, möchtest du uns da mal, weil ich weiß, dass du eine Folie dazu hast, wollen wir die mal kurz reinschieben? Da passt nämlich ganz gut die Zuschauerfrage. Okay, das müssen wir jetzt sehen, oder? Ja, perfekt. Genau. Magst du uns einmal kurz durchführen einfach, damit wir da... Also wenn wir thematisch bei der Frage bleiben wollen erstmal, dann konzentrieren wir uns auf den rechten Aspekt erstmal. Da geht es um die Übernahmequoten seit der Saison 13-14 aus dem Bereich U9 bis U12. Was man da sieht, ist halt immer wieder den prozentualen Anteil an Spielern, die es letztendlich, oder nicht den prozentualen Anteil, sondern die Anzahl an Spielern, die es im Schnitt nicht geschafft haben, die übernommen wurden. Und die ist halt unfassbar niedrig. Ne? Von U9 auf U10 sehen wir da 1,2, U10 auf U11 jeweils ein im Schnitt, U11 auf U12 und U13, wo das Sichtungsfeld auch nochmal größer wird, haben wir 2 im Schnitt. Ich glaube, dass das viel mit gutem Scouting zusammenhängt, dass man da sich auch einig ist, welche Spieler man sichten möchte, welche Qualitäten sie mitbringen müssen.
und eine gewisse Geduld auch mitbringt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir diese Geduld nicht verlieren, auch bei Spielern, die jetzt gerade vielleicht einen Tick weit hinten ranhängen. Da haben wir sicherlich auch eine besondere Art und Weise, die Spieler zu fördern. Wenn wir uns für einen Spieler entscheiden, dann bedeutet das für ihn gleichzeitig auch, dass er in jedem Spiel mindestens 50% spielt. In jedem Spiel. Nicht im Summe in der Saison, sondern in jedem Spiel. Und da sind wir sicherlich einen besonderen Weg gegangen, weil wir glauben, das ist auch unsere Aufgabe, unser Auftrag ist, wenn wir uns für einen Spieler entscheiden, dass wir ihn nicht nur im Auftrag der Entwicklung, der Trainingszeit und der Trainingsausbildung fördern, sondern gleichzeitig auch mit Spielpraxis letztendlich ausstatten. Und das ist natürlich ein Punkt, der für uns extrem wichtig ist und sicherlich vielleicht auch ein Argument dafür, warum die Zahlen bei uns sehr, sehr niedrig sind, was die Spiele angeht, die den Verein nach einer Saison oder in der Entwicklung dann verlassen müssen. Jetzt hast du es gerade angesprochen, die 50-prozentige Spielzeitgarantie. Auch hier links jetzt auf der Folie Spielzeit statt Fahrzeit. Was stellt der Graf dar? Ja, uns ist wichtig letztendlich, dass wir Spieler haben, die zu uns kommen, die nicht für 90-minütiges Training 3 Stunden unterwegs sind. Also 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Das ist uns schon extrem wichtig, was man an den Kilometerzahlen jetzt erkennt, dass wir da auch letztendlich eine sukzessive Steigerung haben von U9 an, dass wir es immer wieder mehr anpassen. Da gibt es sicherlich einen Richtwert auch für uns. Und natürlich haben wir auch mal einen Spieler in der U12 dabei, der länger fährt, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber manchmal muss man auch solche Entscheidungen treffen. Aber grundsätzlich gilt für uns, dass die Jungs möglichst kurz im Auto sitzen sollen und möglichst lange auf dem Platz sein sollen im Verhältnis. Jetzt stellen sich mir da ein paar Fragen, vor allem auch zur rechten Seite. Welche Kadergrößen habt ihr denn? Also wenn du mal anfängst bei U9 und dann aufgehen bis zur U13, das ist ja bei euch nochmal ein bisschen anders. Oder könnte ich mir vorstellen, auch mit eurem anderen Spielsystem, das ist ja von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich. Kannst du da mal einen Einblick geben? Also welche Kadergrößen habt ihr? Wie viele Trainer sind dann pro Mannschaft mit dabei? Also wir haben U9 bis U11 durchgehend 10 plus 2. Das ist immer unsere Richtgröße, an der wir uns orientieren, weil wir mal 10 Feldspieler haben und 2 Torhüter. Und zu U12, das ist ja doch der Bereich, den ich betreue, sind wir natürlich ein bisschen flexibler, aber da pendeln wir uns zwischen 13, 14 plus 2 ein, also erhöhen den Kader ein bisschen, was die Feldspieleranzahl angeht, weil bei uns die Feldgröße U9 bis U11 6 plus 1 ist und zu U12 wird das Feld ja nicht nur größer, sondern auch die Spieleranzahl auf dem Feld wird auch größer, da sind wir dann bei 8 plus 1. Und von der Feldgröße in der U12, wie ist es bei euch? 16er bis 16er, ganze Breite oder 5er bis 16er oder 5er bis 5er oder gibt es da mittlerweile alles? 16er bis 16er und in der U12 und Rücken, ich glaube, 8 Meter vom 16er, 5 Meter vom 16er und 8 Meter in der U13. Also das ist nochmal, glaube ich, sukzessive aufgebaut. Also die Breite vom 16er mal ausgehend, damit das auf allen Spielfeldern, zumindest in NRW, dann gleich sein soll. Mhm. Nehmt ihr am normalen Spielbetrieb teil? Also auch in der U9 macht ihr die Runden mit und spielt dann Jahrgang höher, wie es viele NLZs machen oder wie ist das gestaffelt? Natürlich im Revier ein unfassbares Privileg, wo uns natürlich auch viele Länder, Bundesländer auch drum beneiden. Also wir haben in NRW natürlich die Möglichkeit, gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen Duisburg, gegen Rovers-Essen, gegen Bayer Leverkusen, gegen Köln, gegen Gladbach. Das sind ja unfassbar viele Vereine. Bielefeld ist auch noch dabei. Und das alles im Radius von einer Stunde zu erreichen. Wir haben diesen sogenannten Revier-Cup, U9 bis U11. Und danach ist es inzwischen eine richtige Meisterschaftsrunde ohne Auf- und Abstieg. Wo die NLZs drin sind, ab U12, U13, wo die Jungs dann gegeneinander spielen, Hin- und Rückspiel. Und das ist ein Riesenprivileg für uns alle hier, weil wir halt wenig Aufwand, viel Ertrag haben, viel Spielzeit haben und eine tolle Sache für das Revier. Wenn du den unteren Bereich bei euch in Bochum, und jetzt kannst du gerne die Folie auch wegmachen, glaube ich, wenn du den unteren Bereich so ein bisschen beschreiben müsstest, den du vor allem auch verantwortest, was für Trainertypen finden sich da auf der einen Seite und was für Spielertypen sucht ihr denn oder habt ihr denn in euren Mannschaften?
Ja, Trainertypen, erstmal, es müssen begeisterungsfähige Trainer sein, die das vorleben können, die das ausstrahlen, wo die Jungs Lust haben, zum Training zu kommen. Und vielleicht nicht nur wegen dem Fußball, der so Spaß macht, sondern vielleicht auch dem Trainer, dass das ein Vorbild für einen ist, dass man von dem was lernen kann. Ich glaube, Demonstrationsfähigkeit, gerade im Kinderbereich, ist extrem wichtig, dass die Jungs da was abgucken können, vielleicht einen Trick auch demonstrieren, der Trainer demonstrieren kann, den der Junge danach machen muss. Und natürlich auch die Qualität, Dinge möglichst einfach und kurz zu halten, damit Spieler es auch umsetzen kann. Und ja, da ist, glaube ich, wichtig, dass wir dann auch in unserer Konzeption so arbeiten, dass die Jungs die Möglichkeit haben, die Dinge sehr, sehr einfach umzusetzen und unser Trainer auch die Möglichkeit hat, sich viel mehr auf das Coaching zu konzentrieren als auf die Übung. Und da gibt es dann mit Überübungskataloge letztendlich die Möglichkeit auch, sich seine Lieblingsübung rauszupicken, aber nicht mehr zu konzentrieren, funktioniert die Übung jetzt, sondern diese Übung ist altersgerecht, die ist dann von uns abgestimmt und dann kann man sich mehr auf das Coaching und die Entwicklung der Jungs konzentrieren. Mhm. Und in Bezug auf die Jungs, wir wollen schon hungrige Jungs haben, die Lust haben, den Ball zu haben, also schon selbstbewusste Kicker, die auf den Platz kommen und ja, wo ist der Ball, sage ich mal, und wenn ich den Ball nicht habe, dann will ich ihn unbedingt wieder haben. So diese Grundtugenden, die den VfL einfach auszeichnen, dass wir eine gesunde Aggressivität haben, wenn wir den Ball nicht haben, dass wir den Ball möglichst schnell erobern und natürlich das vom Kollegen aus Pauli auch mitbekommen, im Stream hatte ich gesehen, dachte, Athletik ist für sie enorm wichtig, für uns auch. Also ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der extrem wichtig wird auch und noch mehr entwickelt wird. Man muss halt nur noch schauen, dass gerade im Kinderbereich Athletik unfassbar schwer einzuschätzen ist und sich Kinder, die jetzt vermeintlich etwas langsamer sind, durch Muskelwachstum in späteren Jahren nochmal anders entwickeln können. Und da ist vielleicht Thema Frequenz eine gute Komponente, die sicherlich in Kindertagen schon ausgeprägt ist, die dann im jugendlichen Alter immer noch vorhanden ist. Habt ihr da Diagnostiken in diesem Bereich, also im Athletischen? Oder sagt ihr, dass dadurch, dass es nicht wirklich greifbar ist in diesem Alter und auch nicht repräsentativ, versuchen wir das erst im Aufbaubereich, so ab U12, U13? Genau, also im unteren Bereich achten wir vor allem darauf, diese Aktivität reinzukriegen, weil wir halt nicht abschätzen können, ob dann ein Spieler vielleicht in 2, 3 Jahren nochmal viel, viel schneller wird. Natürlich sehen wir auch, wer sehr schnell ist und wer langsam ist, aber dafür haben wir keine Diagnostik in der U9 bis U11. Okay. Jetzt haben wir ein paar Zuschauerfragen schon mal reingekommen, damit die ein bisschen weniger werden. Dann haben wir nachher nämlich noch mehr Zeit. Und zwar, findest du die Spielfeldgrößen und Mannschaftsstärke in der U12 und U13 sinnvoll oder würdest du eigentlich lieber ein kleineres Spielfeld und weniger Spieler bevorzugen? Also eher großer Talentpool, um zu sagen, wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen, oder sagst du lieber besser selektieren in Form von kleineren Mannschaften und dann aber besser auch nach oben bringen? Kleinere Kadergrößen oder kleinere Spielfeldgrößen? Beides. Er meint sowohl Spielfeldgrößen und damit einhergehen dann wahrscheinlich auch Mannschaftsstärken. Okay, also grundsätzlich glaube ich, das ist 8+1 ein Thema, was wir überprüfen müssen. Ich glaube, der DFB ist da ja auch dran. Das spürt man ja auch, dass da Funinho ein Thema bei den kleineren Mannschaften wird. Und ich glaube, dass man da eine gesunde Mischung finden muss. Also auch was das Kleinfeld angeht, auch im unteren Bereich um 9 bis 11, muss eine gewisse Balance da sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Spieler ins 3 gegen 3 und 4+1 zu schicken. Aber ich glaube auch, dass es dann ab einem gewissen Alter auch sinnvoll ist, einen größeren Feldraum zu bespielen und Räume zu erkennen und Räume auch zu erlaufen. Man muss aufpassen, finde ich, dass umso größer das Feld wird, dass sich sein Scouting nicht verschiebt. Also, dass man nicht mehr danach sucht, welcher Spieler ist gerade ein richtig toller Fußballer, sondern welcher Spieler kann gerade das Feld abdecken. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die letztendlich da ist, dass man Spieler sichtet, die das Spielfeld abdecken können und mit größer Geschwindigkeit, mit einer gewissen körperlichen Fähigkeit. Da, glaube ich, ist eine gesunde Mischung da, weil da stelle ich mir auch da, man sagt dann, die Kleinen brauchen wir nicht, weil die können nur zocken und die Großen brauchen wir auch irgendwann nicht mehr, weil die können kein Fußball spielen oder so. Ich glaube, eine Mischung ist da wichtig, ja, dass man auch Spieler hat, die Kleinen vielleicht auch schützen können, ja, die Zocker, dass man dahinter einen Rabauken hat, der vielleicht dem auch hilft und den auffrisst vielleicht auch für ihn und gleichzeitig auch dem etwas großgewachsenen Spieler die technischen Fähigkeiten noch weiterentwickelt, weil Athletik wird immer ein Schwerpunkt auch im Fußball sein und das wird sicherlich auch in der Nachwuchsarbeit ein Thema sein, gar keine Frage. Deswegen, wenn man mich konkret fragen würde, würde ich sagen, im U12, U13-Bereich kann man das auch reduzieren, das Spielfeld etwas verkleinern, vielleicht auf 6+1, 7+1 gehen, aber diesen tiefen Raum reinzubekommen, ist sicherlich nicht verkehrt, dass man ein bisschen mehr Tiefe auch hat und Kadergrößen würde ich sagen, dass man
dort so klein, wie es irgendwie möglich ist, anfängt, um einfach die Spielzeit für alle zu generieren. Ich glaube, das Katastrophenbild, was wir haben, ist 10 Spieler gehen gerade im 10 plus 1, also 11 gegen 11 und wir haben 10 Spieler auf Ersatzbank und ja, davon darf ich nur 4 oder 5 einwechseln. Das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß und da müssen wir gerade im unteren Bereich bessere Lösungen finden für alle, weil es geht um die Jungs. Und im U9, U10-Bereich, da ist ja die letzten Monate, eigentlich auch schon länger, Funinho ein großes Thema. Wir hatten es ja jetzt auch mit Juul am Donnerstag. Wie siehst du da die Wettkampfformate zum einen und auch den Fokus der Ausbildung? Du hast schon angesprochen, weniger Athletik, mehr Technik. Wie hättest du, wenn du dir das raussuchen könntest für eure Region, sowohl Mannschaftsgrößen als auch dann Spielfeldgrößen oder Spielfeldformat? Kadergrößen sind ja abhängig von den Spielfeldgrößen und der Anzahl der Spieler letztendlich. Ich bin ein Freund vom 4 plus 1. Da ist für mich alles drin. Ich finde persönlich auch wichtig, ein Torwart im Tor. Also Funinho ist eine gute Sache, halte ich auch für wertvoll. Wir streuen es auch immer wieder ein mit Fortuna Düsseldorf. Haben wir da schon Vergleiche gespielt, auch mit den anderen Kollegen aus der Region. Und ich glaube, dass da eine Mischung wichtig ist, eine Balance zu haben. Aber ich persönlich, wenn man mich fragen würde, ich bin ein Riesenfan vom 4 plus 1. Viele Kontakte, viele Aktionen. Jeder Spieler ist in jeder möglichen Anzahl letztendlich irgendwo ja, integriert ins Spiel. Ja, gucken, dass ich Verteidiger sind, Raum verteidige, nicht nur den Gegner. Wenn der Ball in meiner Nähe kommt, muss ich vielleicht agieren in dem Moment. Und da hat man eigentlich alles drin. Das 1 gegen 1, Überzahlspiel, Unterzahlspiel, unheimlich viel Dynamik drin. Und ich finde diesen Wettkampfcharakter halt auch wichtig. Dass man auf ein Tor schießt gegen Torwart. Wenn der Ball im Aus ist, habt ihr beim Abstoß wieder. Man kann das machen und das hat natürlich im Training auch einen super Effekt, dass man wieder aufbauen darf. Aber ich finde, diese gewisse Gefahr bietet sich einfach, dass man das Spiel spielen wir auch, weil es Fußball ist, ne? Weil wir das Spiel so lieben. Und es geht im Funinho dieser Charakter ein wenig verloren. Und ich glaube, dass die Jungs das einfach auch lieben, auf ein richtiges Tor zu schießen mit dem Torwart drin. Wie man das ähnlich wie ihr im Training einbezieht und wie man sich da weiterentwickelt, da haben wir ein passendes Webinar dazu. Das morgen ist leider schon ausgebucht bzw. ausverkauft, aber in 2 Wochen gibt es nochmal eins. Also könnt ihr euch anmelden. Wir stellen einen Link gleich rein in die Kommentare. Wir haben noch eine Zuschauerfrage von Timo. Ich habe gelesen, dass der VfL bei den Jüngsten eine Techniktrainerin hat oder Techniktrainer hat. Vielleicht kann er die Rolle von ihr im Mannschaftstraining beziehungsweise ganz generell auch mal erklären. Und wie werden technische Inhalte beziehungsweise Fähigkeiten trainiert bei euch? Also grundsätzlich war das Julia Bühring, die bei uns Techniktrainerin war, die aufgrund einer Geburt letztendlich jetzt pausieren muss erstmal auf unbestimmte Zeit. Aber sie hat das hervorragend gemacht in Kleingruppen. Wir haben das während des Mannschaftstrainings durchgeführt. Das heißt, wir hatten maximal 6 Spieler bei ihr, die sich im Bereich Technik, Koordination letztendlich extrem gut auskannte und dort die Jungs auf einer sehr individuellen Weise auch betreuen konnte. Und das waren immer so ein 20-Minuten-Zyklus ungefähr. Und dann sind die Jungs wieder, wir hatten das Privileg, U9 bis U11 trainiert immer gleichzeitig. Und dann sind die 2 Jungs aus jeder Mannschaft quasi wieder zurückgegangen und dann kamen die nächsten 2. Und da hat man natürlich dann auch viel Zeit, intensiv zu arbeiten, Korrekturen vorzunehmen. In einer Gruppe von 6 ist das noch machbar in unseren Augen. Alles Weitere wird schon schwierig. Und dann auch wirklich gezielt zu korrigieren und zu helfen, zu unterstützen. Weil du es jetzt gerade ansprichst, dass ihr alle gleichzeitig trainiert habt im unteren Bereich. Wie ist so eine Trainingswoche normalerweise gestaltet in diesen Altersbereichen? U9 bis U11 ist Dienstag, Donnerstag und Freitags. Wobei die U9 nur Dienstag, Donnerstag trainiert. Also die anderen beiden trainieren 3-mal, 16:30 bis 18 Uhr. Und die U12 trainiert montags, mittwochs, freitags und hat am Dienstag ein Individualtraining, wo ausgewählte Spieler von uns nochmal zusätzlich eingeladen werden für einen bestimmten Schwerpunkt, an dem wir nochmal arbeiten wollen mit 3-4 Spieler von der U12 und von der U13 auch nochmal 3-4 Spieler. Wie ist da dann der Trainerschlüssel? Auch, also ein Trainer für die Gruppe oder sind es mehrere? Ein Trainer für die Gruppe, manchmal kommt noch ein zweiter dazu, je nach Schwerpunkt. Das macht Benjamin Seifert bei uns, der ist aktueller U15-Trainer. Und ist natürlich auch super, dass wir diese Bindungen haben, nicht nur von einem Trainer, sondern auch anderen Trainern, die Möglichkeit haben, Jungs auch kennenzulernen. Und ist immer ein Schwerpunkt gewählt. Also es geht so ein Block, geht 4 Wochen und dann geht es um 1 gegen 1 defensiv, 1 gegen 1 offensiv, Passspiel, Ballmitnahme, erster Kontakt, Verarbeiten, Verwerten von hohen Bällen, solche Geschichten sind dann da immer Thema.
Was ja dann immer so das Ziel ist, dass man das auch im Wettkampf alles anbringt, was man sich die Woche über überlegt. Wie handhabt ihr das mit den verschiedenen Positionen? Spielen bei euch im Grundlagenbereich alle Spieler alles? Oder habt ihr schon ungefähr ein Positionsprofil für jeden Spieler? Wie muss man sich das vorstellen? Wir wollen schon, dass die Trainer auch eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, was die Aufstellung angeht, dass die Spieler immer wieder auch also nicht klassisch rotieren, das kann man nicht sagen, aber 3-4 Positionen kennenlernen, auch mal auf dem falschen Fuß spielen müssen auf der Seite, dass sie auch mal den linken Fuß kennenlernen und wissen, der gehört auch noch dazu und der kann auch einen Pass spielen und sie auch mal sicherlich in Situationen bringen, in denen sie sich nicht so wohl fühlen. Und ich glaube, einen Spieler nur darin zu entwickeln, wo er gut ist, ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern auch darauf vorzubereiten, andere Dinge kennenzulernen. Wir denken auch, Spiegeldenken ist wichtig. Also als Beispiel rechter Verteidiger, ich habe den Ball und ich sehe die Räume für die Spieler, die möglich sind. Und dann spiele ich aber Stürmer und der rechte Verteidiger hat den Ball. Und dass ich dann diese Räume wieder letztendlich mir in Erinnerung hervorrufen kann, um das letztendlich auch zu nutzen. Jetzt haben wir da noch eine Frage aus dem unteren Bereich. Der Christian fragt, wie sieht es im U9-U10-Bereich aus? Haben die Kinder auch hier schon Hausaufgaben? Wenn ja, dann nur technischen Input oder auch athletische Aufgaben? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich auf die Fußballfreizeit jetzt bezieht oder auf die allgemeine, weil vielleicht auch ganz spannend für die, die den Stream mit Carsten noch nicht gesehen haben. Der hatte ja ein Spiel gebracht oder die sind am Überlegen beim BVB zu sagen, wir lassen unsere Spieler einmal die Woche lieber zu Hause und geben ihnen dafür aber noch mehr Aufgaben sozusagen mit Hausaufgaben, die sie machen sollen in der Eigenverantwortlichkeit. Wie handhabt ihr das zum einen normalerweise? Also habt ihr kleine Testungen oder habt ihr kleine Aufgaben, die ihr denen mitgibt? Und wie ist es jetzt zurzeit? Also gerade um 9.10 Uhr halte ich es für sehr, sehr wichtig, die Kinder auch noch Kinder sein zu lassen und den Fußball nicht in den Vordergrund zu stellen für alles, was es gibt, sondern gerade für die Kinder auch zu, also wenn es gut läuft, dann sind die Jungs ja sehr, sehr lange bei uns und dann wird der Aufwand und letztendlich der Ansporn und auch der Anspruch deutlich höher. Und dann glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man diesen Jungs auch die Möglichkeit gibt, frühzeitig auch andere Dinge kennenzulernen, sich mit Freunden zu treffen und diese Zeit auch zu genießen und nicht Fußball und den VfL in der U9, U10 als das Wichtigste auszuhängen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, jetzt für die Corona-Zeit machen wir es so, dass wir so eine Challenge letztendlich jetzt ins Leben gerufen haben über Max Sabotka, der hat sich da viel Mühe gegeben, verschiedene Videos, die Trainer machen mit, machen andere Übungen, stellen die rein und haben einen coolen Austausch, die Jungs schicken die Videos dann zurück und versuchen das nachzumachen und das funktioniert super, aber ich bin großer Freund davon, dass die Jungs auch in der U12, U13 oder auch in der U15, die müssen auch mal einen Tag so für sich haben und dann mal entspannen und mal andere Dinge machen und wenn es nur FIFA-Zocken mal auch ist, das tut den Jungs auch mal gut, ja. Ich glaube, das machen sie zu Genüge zurzeit. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt ist es ja aktuell, um da nochmal vielleicht den Bogen zu spannen, besonders weil wir oder du als Trainer, aber auch als Leiter kein Zugriff auf die Jungs hast, in Form von, dass du sie auf dem Gelände hast oder auf dem Platz. Und du kannst sie auch nicht wirklich in ihren Aufgaben unterstützen. Du kannst ihnen Feedback geben über WhatsApp, vielleicht mal einen Videocall, fragen, wie war die Aufgabe, kommst du athletisch, kommst du da hinterher? Das darfst du dann gerne jetzt auch auf deine U16 beziehen. Wie wichtig findest du da die Eigenmotivation und das eigene Handeln deiner Spieler? Wie ordnest du das ein und wie wichtig findest du das? Also Eigenmotivation ist erstmal grundsätzlich sehr wichtig, nicht nur im Fußball, sondern dass man einen gewissen Antrieb verspürt. Ich glaube aber, dass man da halt auch vorsichtig sein muss, weil immer nur erwarten, dass ein Spieler diese Eigenmotivation immer und zu 100% mitbringt, ist natürlich wünschenswert. Aber du hast natürlich auch mal Spieler dabei, die an sich sehr, sehr motiviert sind und intrinsisch von sich aus viel, viel für den Sport geben. Aber es darf auch mal ein Spieler sein, der mal einen Tag hat oder auch mal eine Woche oder auch mal länger, wo es nicht so läuft. Und dann finde ich es unser Auftrag auch als Trainer, ihn dabei zu unterstützen und in dieser Phase rauszuhelfen, damit der Antrieb vielleicht wieder neu entfacht. Und da sehe ich so eine gewisse Balance auch zwischen Eigenantrieb, aber auch letztendlich die Unterstützung und dem Vertrauen zwischen Trainer und Spielern. Wie machst du es in deinem Selektionsprozess? Also sowohl als U16-Trainer wieder, wie als auch im unteren Bereich, weil das sich ja schon arg unterscheidet. Also wie erkennst du
eine gewisse Eigenverantwortung und so diese Gier oder Mentalität wird sehr oft genannt. Wie versucht ihr das rauszufinden? Also wenn wir einen Probespieler in der U19 jetzt mal einfach als Beispiel nehmen, dann ja, geht es darum, den Spieler erstmal zu begrüßen, mit ihm kurz zu sprechen. Einfach da gewinnt man ja schon Eindruck, wie ist der Spieler drauf, wie tickt er, ist er ein Spieler, der kommunikativ ist oder jemand, der sich ein bisschen zurückhält, der nicht so extrovertiert ist. Und dann beobachte ich sehr viel, auch im Training selber. Also nicht nur in der Aktion selber, sondern auch, was macht er ohne Ball? Und was macht er auch in Aktionen, wo der Ball jetzt gar nicht so in seiner unmittelbaren Nähe ist? Und das ist natürlich auch für uns interessant, dann zu sehen, wie agiert der Spieler in diesen Räumen ohne Ball? Will er den Ball unbedingt haben? Ist er da jemand, der auch aktiv ist, agiert, oder jemand, der sich sehr zurückhält? Und da kann man viel, viel, finde ich, auch über die Körpersprache beim Spieler lesen. Und da achte ich sehr drauf. Da bin ich manchmal auch Beobachter mehr als dann Trainer in dieser Phase und achte dann natürlich darauf, wie der Spieler agiert. Wie handhabt ihr das im unteren Bereich? Ist ja für diesen Altersbereich nochmal eine deutlich andere Situation, einfach ein anderes Setting, deutlich aufgeregter und halt, nur 19 Spieler, der bei euch ein Probetraining hat, wird deutlich, ich will mich trotzdem jetzt nicht sagen, als jetzt ein Spieler im unteren Bereich. Also wie ist da die Einschätzung und wie ist da so ein bisschen der Prozess, wo ihr sagt, okay, wir können auch seine Leistung, die er an den Tag legt oder die bei uns im Probetraining bringt, wie können wir die ordentlich einschätzen? Ich glaube, das fängt bei uns an. Fängt bei uns in dem Sinne an, dass wir eine Atmosphäre schaffen müssen für einen 8-Jährigen, für einen 7-Jährigen, wenn wir uns über Sichtungstraining reden, oder dass er sich wohlfühlt, dass er Spaß hat, dass er das Gefühl hat, ey, der Fußball ist hier genauso wie in meinem kleinen Verein, vielleicht ein Tick professioneller. Wir glauben, dass familiär sein und gleichzeitig professionell kein Widerspruch sein muss, sondern vielleicht auch eine super Balance sein kann. Und genau mit dieser Art und Weise, glaube ich, können wir die Spieler schnell abholen, dass sie ja an ihr eigenes Potenzial rankommen. Und dass ein Spieler mit 8 Jahren nervös ist, finde ich gar nicht schlimm. Nur muss man ihm vielleicht diese Angst ein bisschen nehmen, indem man ihm ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Also um da vielleicht noch den Exkurs zu U16 zu schlagen, ist immer so, dass ich den Spielern immer zeige, was wir im Training machen. Das heißt, das ist ausgedruckt, die Jungs können sich das angucken in Ruhe. Warum? Weil ich glaube, dass... Probespielern oder allen Spielern? Meinen Spielern auch, aber den Probespielern nochmal extra im Dialog, weil ich glaube, es wichtig ist, dass der Junge, egal, der ist mit 15 auch nervös und mit 8 ist es für mich jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Die sind alle nervös, angespannt und wollen ihr Bestes zeigen. Aber ich kann einen Rahmen schaffen. Ich kann einen Rahmen schaffen, in dem der Spieler sich orientieren kann und ein Gefühl hat, okay, egal was gleich passiert, aber ich weiß, das ist der Ablauf, das sind die Übungen, und das hilft natürlich auch in dem Maße. Wie frei bist du oder wie frei seid ihr da in solchen Gestaltungen, von solchen Maßnahmen? Ist das alles immer vorgegeben von der Jugendabteilung, von der sportlichen Leitung, oder macht es der U14-Trainer komplett anders als du zum Beispiel? Ja, grundsätzlich steht für uns alle erstmal als Überschrift aktiv Fußball spielen. Das heißt, wir würden jetzt niemals eine 4-4-2 flache Mittelfeldreihe und abwartend agieren und das trainieren noch. Und da haben wir schon gleiche Inhalte. Wir haben so einen Zyklusplan letztendlich, in dem wir uns in den wichtigen Baustein auch beschäftigen. Und trotzdem hat jeder Trainer, glaube ich, auch die Freiheit, so verspüre ich es zumindest, auch kreativ zu sein, auch mal eine Übung zu entwickeln, mal auszuprobieren. Und wenn eine Übung mal nicht funktioniert, auch kein Thema, dann lässt man sie beim nächsten Mal weg. Und im unteren Bereich ist es so, dass wir da gewisse Übungen einfach entwickelt haben, wo wir sagen, das sind die besten für die Kinder, damit unsere Trainer nicht so viel mit den Jungs Dinge einstudieren müssen, die vielleicht gar nicht so gut sind und so richtig sind, sondern da auch dieses Portfolio haben, auf das sie zugreifen können, um dann die vermeintlich talentwerkgeprüften Übungen zu nehmen, die dann für den Altersbereich entsprechend gut sind. Und bei den Bereichen außerhalb vom Fußballfeld, also wenn du das gerade angesprichst, den Jungs zeigen, was trainiert wird, oder sei es der Umgang bei dem Leistungsvergleich oder beim Turnier, mal den Spieler die Taktik vorgeben lassen oder das demokratisch entscheiden lassen, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, ist das auch? Gibt es einen klaren Fahrplan, wo ihr sagt, da haben wir die beste Erfahrung damit gemacht, das möchten wir gerne beibehalten, und macht das bitte auch, oder ist da jeder Trainer in seiner Kompetenz so gefestigt? Ja, ich glaube, dass das einfach eine Riesenchance für alle, die Jungs damit einzubeziehen. Ich glaube, Transparenz schafft erstmal Vertrauen und auch die Möglichkeit, das Gefühl zu entwickeln.
okay, ich darf gerade was entscheiden. Also zum Beispiel haben wir jetzt die Standards als neuen Auftrag gegeben und die Jungs haben jetzt neue Ideen kreiert, wie sie, wenn sie wieder auf den Platz dürfen, einen Standard unbedingt spielen wollen. Und ich finde das unheimlich wichtig, weil wenn ein Spieler das Gefühl hat, dass er mitentscheidet und einen Beitrag dazu leisten darf, dann ist die Motivation, nicht nur die eigene Motivation, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch die Motivation, die er für das Team mitbringt, nochmal deutlich höher. Und da erlebe ich meine Kollegen auch so, dass da alle extrem daran interessiert sind, viele Freiräume zu schaffen für die Jungs, dass sie sich da auch entwickeln können. Wenn du jetzt euer Talentwerk, euer NLZ so ein bisschen beschreiben müsstest nochmal, was macht euch nochmal anders als jetzt, du hast sie alle aufgezählt, die ganze Liste bei euch in der Gegend. Wieso entscheidet sich ein Spieler oftmals für euch und nicht für einen gegnerischen, einen anderen Club in diesem Leistungsbereich? Ich würde es gar nicht werten wollen, weil ich bei den Kollegen... Du kannst ja nur das Positive von euch rausstellen, du musst ja die anderen nicht... Das würde ich auch machen, weil ich grundsätzlich glaube, dass da alle gute Arbeit leisten und ich glaube, dass ein Spieler auch zum Verein passen muss und der Verein auch zum Spieler. Das ist, glaube ich, eine Wechselbeziehung. Und es gibt Spieler, wo man auch sagen muss, ja, das ist auch okay, dass er vielleicht da den Schritt geht, weil er vielleicht gar nicht zu der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen und wie wir auch eine Langfristigkeit in der Entwicklung sehen, gut passt. Sondern vielleicht woanders auch besser hinpasst. Und bei uns ist es so, dass wir uns extrem viel Zeit nehmen. Wir haben ein Informationsgespräch, wenn ein Spieler für uns interessant ist. Das ist total unabhängig davon, ob das U9 ist, U15 oder U19, dann setzen wir uns dorthin und klären auf, wie arbeiten wir, wie denken wir, wie wollen wir letztendlich diesen Spieler auch entwickeln und wie ist der Fahrplan. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Spieler das Gefühl hat, dass wir uns extrem mit ihm auseinandersetzen und dass es nicht so ein Ding ist wie, wir holen dich jetzt, weil du jetzt gerade im Moment gut bist. Da gibt es viele Spieler von, aber wirklich die Fantasie zu entwickeln, dass der Spieler dir in 3-4 Jahren auch noch die Qualität mitbringt, sich weiterzuentwickeln, da glaube ich, haben wir einen guten Weg gewählt, sehr intensiv uns um die Spieler zu bemühen und gleichzeitig auch eine besondere Atmosphäre, wenn man zu uns im Nachwuchszentrum kommt. Meistens scheint bei uns die Sonne. Das ist natürlich. Und dann fängt es mit der Gastro an, wo wir die Möglichkeit haben, dass die Eltern sich da auch hinsetzen können, entspannen können und nicht gleichzeitig immer auf den Platz gucken müssen und eine familiäre Atmosphäre haben, die trotzdem professionell ist. Und diese Balance, diese Mischung zu haben, glaube ich, ist im Kinderfußball, im Nachwuchsfußball trotzdem wichtig auch. Jetzt weiß ich, dass du noch mal was für uns vorbereitet hast. Und zwar geht es um das Thema Bewertung von Spielern. Vielleicht magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben und einfach durchführen, was das denn genau ist. Sieht man es? Noch nicht. Jetzt sieht man die Hälfte. Ich sehe zumindest. Jetzt sehen wir alles. Ja. Okay. Oh. Ja. Endlich habe ich es. Man muss dazu sagen, Sacco, mein Kollege und ich, wir sind im ewigen Streit, ob ich es wohl zum Bundesliga-Profi geschafft hätte, wenn ich körperlich nicht so nicht gut genug war, weil rein fußballerisches Können ist bei mir Bundesliga-Niveau. Aber schauen wir mal, was du da jetzt vorbereitet hast. Ja, also was man jetzt sieht, ist letztendlich ein Entwicklungsbericht für den Grundlagenbereich und Aufbaubereich U9 bis U12, den wir auch austeilen. Heißt, der Junge kriegt das auch mit, das ist ein DIN-A3-Blatt. Das ist so quasi die Vorderseite, das Layout. Jetzt stehst du da drauf und weißt, am 11.04., also heute haben wir unser Entwicklungsgespräch. Und jetzt muss ich einmal das noch unterbrechen, weil jetzt zeigen wir die andere Seite, wenn es funktioniert. Es lädt noch. Ich gehe mal raus. Einen Moment. Bildschirm freigeben. Das nochmal. Jetzt? Jetzt, ja. Also jetzt bin ich wieder, jetzt sind wir beim anderen wieder. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Das ist nur für U9 bis U12 oder ist das dann, wie sieht das dann in den anderen Jahrgängen dann aus? Warum will er mir das nicht mal zeigen? Das will ich doch gar nicht zeigen. So. Zeigt er das? Jetzt sehen wir es, ja. Ah, wunderbar, bin ja beruhigt. Also U9 bis U12, natürlich, weil es dann eine gewisse, auch nochmal einen deutlich jüngeren Altersbereich ist, wo wir auch auch anders nochmal mit den Jungs bewusster umgehen müssen, also auch
Was man da sieht, ist sehr, sehr kindgerecht. Also wir haben damit überhaupt kein Problem, das nicht nur heute zu zeigen, sondern Jungs auch mit an die Hand zu geben. Habe ich gerade schon gesagt, dass Jungs sich das zu Hause aufhängen können. Was man hier sieht, Joscha, also in der U9 bist du jetzt bei uns das erste Jahr, unser erstes Gespräch und Anwesenheit. Du warst immer bei 100%, kann man hier ganz gut sehen. Was immer meine Mentalität ist nicht gescheitert bei mir. Spielzeit 75%, also auch da. Nein, also und was man da sieht, ist die fußballerische Einschätzung, die Schulung Persönlichkeit wird so ein bisschen eingeordnet von den Trainern. Auf der linken Seite, es gehört alles dem Trainer bei uns, also der Trainer bewertet das. Ich will da gar nicht so sehr auf die Bereiche eingehen, weil die sich teilweise auch von selbst erklären. Dieses Ampelsystem ist einfach für die Kids auch anschaulich. Grün, alles ist super, gelb, es gibt schon Punkte, an denen wir weiter arbeiten können, aber es ist okay. Und rot, müssen wir schon dran arbeiten. Das ist jetzt gerade ja, in der Zone, aus der wir schnell raus wollen. Stärken, also was sind deine echten Waffen als Spieler, wo bist du richtig stark drin? Entwicklungspotenzial, wo gibt es Dinge, an denen du noch weiter arbeiten kannst, damit sie vielleicht auch zu Stärken werden? Das ist immer noch, was der Trainer ausfüllt, die linke Seite. Was der Trainer ausfüllt, genau. Rechts ist der Bereich, der sportlichen Leitung aus den Bereichen obliegt. Maximale Leistungsbereitschaft ist das, was wir gerade so ein bisschen auch angesprochen haben, ne? Intrinsisch motiviert zu sein, sportliche Leistungsfähigkeit. Es gibt ja auch Spieler, Trainingsweltmeister, die sind richtig, richtig gut und die schaffen es aber nicht immer, das auch abzurufen im Spiel. Oder generell haben sie eigentlich viel Potenzial, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, das abzurufen. Das ist so sportliche Leistungsfähigkeit bei uns. Also kann der auch das, was er letztendlich imstande ist, auch immer abrufen. Wo steht er da? Aktuelle sportliche Einschätzung, erklärt sich von selbst. Und ein wichtiger Part bei uns ist perspektivische Einschätzung. Da geht es darum, über das Jahr hinaus, über ein, zwei Jahre letztendlich die Perspektive auch zu bewerten. Und Zielvereinbarung ist dann seitens des Spielers? Genau, wir haben natürlich auch viel drüber nachgedacht und das immer wieder weiterentwickelt. Und für uns war wichtig, wir erzählen da gerade so unfassbar viel. Und eigentlich geht es ja um den Jungen und dass der Junge auch was mitbringen darf und sagen kann, hey, an der Sache möchte ich unbedingt arbeiten. Das hat sich ganz toll implementiert bei uns und haben dann ein super Feedback von den Jungs auch bekommen. Denen ist es auch wichtig, dass sie da auch was selber beizutragen können. Und dieser Austausch ist natürlich super. Und ich glaube, gerade was Visualisierung angeht, also der Spieler, ich stelle mir das immer vor, am Schreibtisch auf der Pinnwand das Ding anheftet und da ab und zu mal drauf gucken, wenn es vom Training losgeht, weiß der, ja, linker Fuß, das ist mein Thema, daran will ich weiter arbeiten, dass man den Jungen mit ins Boot nimmt in die ganze Geschichte, ohne dass der Trainer das vorgibt. Das ist halt sehr wichtig, das kommt vom Spieler selber. Wie muss man sich das Setting dieses Entwicklungsgesprächs vorstellen? Also wird das nach dem Training stattfinden? Ist das mit Eltern, ohne Eltern? Gibt es ein Vorgespräch mit Eltern? Sind alle hier aufgeführten Personen dann da? Trainer, Co-Trainer, Trainer, sportlicher Leiter? Also in der Regel ist es so, dass wir das Gespräch vor dem Training führen. Wir haben das angepasst, dass wir so, wenn wir um 16.30 Uhr Training haben, starten wir um 15.30 Uhr, 15 Uhr, je nachdem, wie die Jungs das zeitlich umsetzen können. Und haben einen Abstand von ja, so 12, 13, 14 Minuten, manchmal auch, wenn es ein bisschen länger dauert, aber 10, 12 Minuten ist eigentlich so der Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Der Junge ist dabei, die Eltern sind dabei, der Trainer, der Co-Trainer und der sportliche Leiter ist dabei. Ja, und das ist natürlich kein unwichtiges Gespräch, aber die haben wir zweimal im Jahr, November, Dezember also und eigentlich genau jetzt in der Zeit im April. Mhm. Das sind auch die Gespräche dann, in denen die Spieler erfahren, dass es eventuell nicht mehr reicht? Ja, genau. Oder halt auch bei unseren Quoten halt auch oft dann auch positive Gespräche. Aber klar, man muss da halt auch, ich würde das ähnlich beschreiben wie der Kollege aus Pauli, weil es schon auch darum geht, auch zu gucken, ob ein Spieler in der Situation jetzt gerade die Erfolgserlebnisse sammeln kann, die er auch benötigt. Das gilt in allen Jahrgängen in meinen Augen. Also überfordert man vielleicht sogar einen Spieler mit ihm mitzunehmen und er fühlt sich dann noch mehr unter Druck gesetzt und kann gar nicht das abrufen. Vielleicht einen Schritt zurückzugehen, Erfolgserlebnisse sammeln, vielleicht mal der Star der Mannschaft zu sein, mal viele Tore zu schießen. Wir dürfen nie vergessen, dass es um Kinder geht und da ist das Selbstbewusstsein eine ganz wichtige Rolle. Jetzt bin ich ja scheinbar auf dem Weg zum Profi mit 75% Spielzeit, alles grün und nichts, was ich verbessern muss. Aber das stimmt ja nicht. Wenn man Potenzial. Also das trage ich nochmal nach. Das schicke ich dir mal zu. Okay, das reichen wir danach. Wie sieht das denn bei einem, ich nenne es jetzt mal, normalen Spieler aus? Also nicht Nummer 1, 2, 3, 4 in der Mannschaft, sondern einem, der
talentiert ist, aber eben nicht jedes Mal aufs Neue auffällt. Also wenn du jetzt mal, vielleicht hast du auch ein Bild irgendwie im Kopf von dem Spieler, wie würde es da aussehen? Wie oft ist das auf Gelb? Ist Rot eigentlich immer so ein Zeichen, okay, jetzt ist es ganz, ganz eng, deshalb kommt es nur sehr selten vor? Ja, also Rot ist schon eine Farbe, die wir schon, wenn wir sie wählen, auch bewusst auswählen. Also da sind wir schon auch vorsichtig mit, weil wir natürlich wissen, dass es eine gewisse Signalfarbe ist. Aber das ist ja auch wichtig, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Und das kann man kindgerecht auch einem Kind mitteilen. Und das ist natürlich eine Qualität und eine Kunst, das zu machen und das zu können. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg beim VfL, machen das gut. Wie sieht ein normaler Bericht aus? Ja, einfach durchwachsen, würde ich sagen. Ne? Also bei Schnelligkeit vielleicht super, aber technisch ist ja oft so, dass wir extrem viele schnelle Spieler haben. Die sind technisch noch nicht so sauber. Das hat Julia auch erzählt, ne? Dass er Spieler hat, die sehr schnell sind, aber vielleicht technisch noch nicht so sauber sind. Aber das ist eine Riesenqualität. Also muss man nicht jede Fähigkeit so miteinander aufwiegen, sondern vielleicht ist es auch okay, dass er gerade noch nicht so weit ist. Hat man Zeit dafür, das zu entwickeln. Und das gilt dann in den beiden Punkten. Und ich glaube, die wichtigsten Punkte für die Entscheidung sind erstmal die aktuelle sportliche Einschätzung und die perspektivische Einschätzung. Jetzt im anderen Extrem hatten wir ja vor allem im unteren Bereich so diese extremen, ich nenne es jetzt mal Waffenspieler. Jungs, die entweder wahnsinnig geile Zocker sind, extrem viel mit dem Ball können und den am besten auch gar nicht mehr hergeben. Oder man hat Jungs, die extrem schnell sind, aber technisch noch große Mängel oder Entwicklungsmöglichkeiten. Gibt es da dann schon ab und zu mal eine rote Ampel oder ist das dann auch, dass ihr sagt, okay, er ist da zwar deutlich unter dem Durchschnitt, aber wir setzen ihn trotzdem weiterhin auf die gelbe Ampel, einfach um ihn da nicht zu arg zu kränken? Also ich glaube, Ehrlichkeit ist das Wichtigste, also irgendwas zu machen, um es uns einfach zu machen, das tun wir nicht. Ich glaube, in dem Zug ist einfach wichtig, da offen und ehrlich drüber zu sprechen, in einer Art und Weise, wo das Kind auch was mit anfangen kann. Ich glaube, da ist auch wichtig, dem Kind auch aufzuzeigen, in welche Richtung es da gehen könnte, aber halt kindgerecht und auch natürlich positiv zu bleiben. Also das ist ja auch unsere Grundtugend als Trainer und auch als Spieler, positiv zu sein und aufzuzeigen, woran er arbeiten muss. Nicht zu sagen, was schlecht ist, sondern woran er arbeiten muss, damit es besser wird. Das ist für alle jetzt in der Zeit auch für uns. Perspektive ist gerade das entscheidende Wort für alle. Und das gilt im Fußball auch so. Ich brauche eine Perspektive und ich muss wissen, woran ich arbeiten soll. Und dann werden wir auch rot wählen müssen, wenn es so ist. Und dafür ist der Bericht da. Der ist nicht dafür da, alles schön zu reden, sondern auch manchmal auch die gewisse Transparenz zu schaffen, die auch manchmal hilft, es anders zu sehen. Wir haben auch Eltern dabei, die sehen ihren Jungen ja nochmal ganz anders als wir. Und das ist ja wichtig einfach, das ist ja nicht die Wahrheit, die wir da letztendlich darstellen. Das ist unsere Einschätzung, unsere Perspektive. Okay. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Wir haben einige Fragen noch, Zuschauerfragen auf der Uhr. Die springen so ein bisschen, aber ich glaube, die sind auch ganz passend, die gehen in eine gute Richtung. Oder hast du noch was vorbereitet? Nee, ich hab nichts mehr vorbereitet. Also ich warte jetzt auf die Fragen, aber ich schaffe das. Ja, sehr gut, okay. Und zwar, Joel fragt, Stichwort U16-Trainer. Wozu, und dazu muss man ausholen kurz, wir hatten Marius Huth von Alba Berlin Basketball hier, die viele tolle Sachen machen. Und wir hatten das spezielle Thema Videocoaching bei ihm. Und er hat erzählt, dass sie speziell, die anderen Basketballvereine in Deutschland machen das wohl nicht so, aber sie speziell bis zu U17 nur Eigenanalyse betreiben, also keine Gegneranalyse, sondern alles nur selber und selbst in der U19 nur drum, wenn es halt Deutsche Meisterschaft, Playoffs, das letzte Spiel müssen wir jetzt gewinnen. Und jetzt fragt der Joel, U16-Trainer, wozu wird das Videocoaching genutzt oder gibt es überhaupt Videocoaching, gerade in Bezug auf die Aussagen von Marius Huth bei Alba Berlin, also Gegneranalyse und eigentlich eher mehr Eigenanalyse anstatt Gegneranalyse? Also ich finde es einen spannenden Ansatz. Ich finde, wenn man die Möglichkeiten hat, sich auf einen Gegner vorzubereiten, ab einem gewissen Alter, das nicht sinnlos, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, dem Spieler aufzuzeigen, welche Möglichkeiten er in diesem Spiel hat. Weil letztendlich bleibt es dabei, der Spieler muss diese Lösung auf Platz trotzdem noch finden. Aber wenn er die Hilfestellung bekommt, dann glaube ich, das ist ein guter Weg. Ich finde, man hat natürlich die Aufgabe, die Jungs auf den Profifußball vorzubereiten, bestenfalls. Da ist das ein Gang und Gäbe, dass man sich auf den Gegner vorbereitet. Und für den Fußball kann ich nur sagen, für uns
ist es ab einer gewissen Zeit, also ab U16, kann ich auf jeden Fall dafür sprechen, dass wir das machen. Also wir nutzen das auch im Maße. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jede Woche 30 Minuten mit dem Gegner beschäftigen, aber 2, 3 Szenen zeigen, hey, das macht er richtig gut, der Gegner, müssen wir vielleicht auch an der Stelle sauber verteidigen, sauber sein und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten aufzeigen, okay, das sind Möglichkeiten, den Gegner weh zu tun, in die Räume zu kommen, da wollen wir hin. Da finde ich, beschäftigt man trotzdem eher mit seinem eigenen Spiel, das durchzubringen. Und diese Balance zu halten, ist, glaube ich, wichtig. Eigenes Video-Coaching machen wir, Einzelanalysen, aber auch Teamanalysen, wo wir sehr, sehr mit den Jungs im Austausch sind, dass die Jungs auch selber immer ein Feedback geben sollen über das Spiel. Also ich weiß ja, wie ich das Spiel gesehen habe und das teile ich natürlich auch mit, aber es ist auch wichtig, dass die Jungs auch ein Gefühl dafür kriegen, ihr Spiel mal zu analysieren. Und oftmals weiß ich natürlich, ist das auch das Feedback von zu Hause, aber auch das ist ein Feedback und daraus kann der Spieler immer noch bei uns in der Videositzung die Möglichkeit besitzen, ja, das Spiel für sich selber nochmal zusammenzufassen. Der Timo fragt, wie sieht die Trainingsstruktur im Grundlagenbereich aus? Vielleicht nicht in Gänze erzählen alles, sonst sprengt es den Rahmen, aber so mal die Quintessenz. Ja, wir haben drei wichtige Bausteine. Das ist, wenn man ganz, ganz das mal ganz reduzieren möchte, ist das 1 gegen 1 offensiv, das Verteidigen von Aktionen, also das 1 gegen 1 defensiv, das Ball halten, also man muss ja auch lernen, wenn man den Ball erobert hat, dass man nicht mal nur nach vorne kann, sondern man muss auch vielleicht mal einen Pass spielen und mal im Ballbesitz bleiben und letztendlich Überzahlsituationen rausspielen, also 2 gegen 1, 3 gegen 2, bei uns gibt es kein 6 gegen 6 im Abschlusstraining, U9 bis U11 oder so, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, das sind so diese kleinen Bausteine, so würde ich das versuchen, reduziert zusammenzufassen. Christian fragt, der bezieht sich wieder auf die U16. Ja. Könntest du den Zyklusplan genauer erläutern, wenn du darfst? Ja, kann ich machen. Also erstmal Spielphasen, die es letztendlich ja gibt, in denen wir uns befassen. Wenn wir mal auf so eine klassische Vorbereitungsplan gehen wollen, und dann geht es dann darum, dass wir es in einer riesen Excel-Tabelle haben, die dann über diese 7 Wochen geht, wo wir anfangen eigentlich immer mit einer gewissen Ballbesitzphase, also dann meistens Spielaufbau. Ja, dass wir den Ball haben, weil wenn wir jetzt Pressing direkt machen würden am Anfang einer Woche, dann sehr intensive Läufe sind da drin, eine hohe Intensität, dass man das auch ein bisschen koppelt. Und das ist so, dass wir diese Spielphasen letztendlich mit durchlaufen, Ballbesitz, Spielaufbau letztendlich, das Spiel gegen den Ball kommt dann irgendwann, die Kontersicherung, das Kontern letztendlich umschalten, offensiv wie defensiv und dann natürlich Herausspielen von Torchancen. Das sind so die Blöcke erstmal, in denen wir uns befinden. Aber ich bin ein großer Freund davon, ganz viel auch in komplexen Spielformen zu machen. Ich habe eine Lieblingsübung, wenn das gewollt ist, biete ich die gerne an, dass wir die an die Zuschauer verteilen können. Das ist um 3 gegen 3 mit verschiedenen Möglichkeiten aus der Situation rauszukommen auf großes Tor. Die stelle ich gerne bereit. Einfach mal zu sehen, dass wir auch im U16-Bereich ganz viel reduzieren auf 1 gegen 1, 3 gegen 3, Räume erkennen, Räume bespielen, auch gegen den Ball. Und da lege ich auch einen großen Schwerpunkt drauf, dass wir nicht das, also wir haben noch nie eine Viererkette in dem klassischen Sinne trainiert, wie wir die schieben, wann wer hochschiebt und so, welche Höhe wir verteidigen. Ich glaube, das müssen Sie, lernen Sie früh genug, U17, U19, U16-Bereich, glaube ich, müssen wir uns darum kümmern, wie auch in unserem Bereich, dass Sie fußballerisch so gut ausgebildet sind, dass Sie da überhaupt hinkommen in diesem Bereich. Und dann versuchen wir auch die Trainingsinhalte dementsprechend viel auf den Schwerpunkt Technik auszulegen. Okay, denn die Trainingsform, die können wir hier vielleicht im Nachgang dann, wenn wir das Video bearbeitet haben, in die Kommentare bzw. in die Beschreibung packen. Christian fragt, wie sieht mittlerweile die Scouting-Abteilung aus? Für welche Bereiche ist der VfL und was? Also, ja doch, für welche Bereiche ist der VfL unterwegs und wie viele Angestellte sind dort? In welchen Bereichen ist der VfL unterwegs? So. Ja, also grob gefasst so 9 bis so 12 Bereich, natürlich ja, so 50, 60 Kilometer. Das wird natürlich, umso älter sie werden, ein bisschen größer. Wir haben natürlich die Möglichkeit, über unser Talentehaus, also nicht das klassische Internat, sondern ein Talentehaus, wo wir Spieler auch theoretisch aus ganz Deutschland auch zu uns holen könnten. Das ist natürlich nur punktuell der Fall. Aber wenn wir einen Spieler mal haben, den wir ganz für unsere Philosophie passend empfinden, dann kann es auch mal sein, dass wir einen Spieler aus etwas weiterer Entfernung holen. Ich überlege gerade, ob ich alles so behalten habe. Vielleicht kannst du mir noch einmal helfen.
ungefähr wie die Scouting-Abteilung bei euch aussieht. Sind das je nach Region Rentner, die ihr akquiriert habt? Sind das Sportstudenten? Ist das einfach nur Netzwerk? Sorry, total unterschiedlich. Wir haben erstmal Scouting-Leiter für die Bereiche. Wir haben einen nur für die U9, Max Sabotka, der auch mein Assistent ist, der komplett das letztendlich führt. Dann haben wir Tim Joppe im Bereich U9 bis U11, der das zusammenstellt. Christopher Fischer im Bereich U12 bis U15. Und darüber hinaus dann ab U16 oder U17 dann hochgehend Daniel Engelbrecht, der dann auch Scouting-Chef für das Talentwerk ist. Da haben wir verschiedene Köpfe, die letztendlich natürlich mit Scouts aus allen Bereichen, also sind Rentner dabei, da sind aber auch Studenten dabei, da sind wir vielschichtig aufgestellt und fällt mir gerade ein, weil die Frage noch kam, wie viele Mitarbeiter haben wir? Ich kann zumindest sagen, dass wir ab der U12 hauptamtliche Trainer haben, also ab der U12 können wir uns halt viel austauschen, mit anderen tauschen wir uns auch aus, aber die sind halt dann auch häufig hier im Büro und am Leiter Talentwerk Alexander Richter, ich teile mir die sportliche Leitung mit David Siebers im Bereich ich U9 bis U12, er im Bereich U13 bis U16, unser Geschäftsführer Timo Saviano hier, Sven Holtrode, der viele Dinge noch koordiniert, was den Fahrdienst auch angeht in der Struktur. Also wir haben schon viele Mitarbeiter das im Talentwerk, die hauptamtlich hier beschäftigt sind. Der Lothar fragt, wäre es nicht sinnvoll, die Leistung der Jugendabteilung danach zu bewerten, wie viele Spieler es in den Profibereich schaffen, wie es zum Beispiel Ajax macht? Ja, ich glaube, dann haben wir einen guten Ruf. Das schaffen wir immer wieder, dass wir Spieler aus dem eigenen Stall, aus dem Talentwerk zu den Profis bringen. Wir haben jetzt mit Amel Bella Kotschab jemanden, der super, super Eindrücke im Pokalspiel gegen Bayern München hinterlassen hat, aber auch den einen oder anderen Spieler mit Moritz Römmling, mit Paul Grave, das sind alle Spieler aus dem Talentwerk, die sich hier lange entwickelt haben, Uli Bappo, alle Spieler, die bei uns sich entwickelt haben und würde behaupten, dass wenn man daran nur ein Nachwuchszentrum bewerten würde, dass wir da sehr gut dastehen würden. Aber stehen, glaube ich, auch so ganz gut da. Noch eine zweite Frage von Lothar, das bezieht sich nochmal auf den Fragebogen. Kinder, die aussortiert werden, haben oftmals Probleme oder erst oftmals wieder Probleme, in den Tritt zu kommen. Wie begleitet und beratet ihr dann die Eltern? Ist es dann nach diesem entscheidenden Gespräch, dass ihr sagt, trainiert ihr noch bis zum Ende der Saison mit und dann tschüss? Oder habt ihr Partnervereine? Vermittelt ihr an spezielle Mannschaften oder auch Trainer? Wie muss man sich den Prozess vorstellen? Wir haben Kooperationsvereine, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich auch da im Austausch, wenn es räumlich, örtlich passt, dann auch in Kontakt treten, wenn gewünscht. Also die Entscheidung muss ja immer der Spieler auch und die Eltern selber treffen. Wir beraten da gerne, weil für uns ist das ja kein Thema, jetzt hast du ein Jahr für uns gespielt, 2, 3 Jahre und das Thema ist vorbei, sondern im Gegenteil. Ich finde, wir haben da auch einen Auftrag. Wir haben Spieler ausgebildet und haben ja auch ein Interesse daran, dass der Spieler sich weiterentwickeln kann und vielleicht auch wieder vielleicht einen Schritt zurück macht, um dann 2 nach vorne zu gehen und dann wieder interessant wird. Die Beispiele hatten wir beim VfL auch schon, dass wir einen Spieler nach ein paar Jahren wieder bei uns gesehen haben. Letzte Frage, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Wurde der Bericht von einem Sportpsychologen entwickelt, also der Entwicklungsbericht, und werden die von einem begleitet? Das mit dem Begleiten hast du schon gesagt, wie da die Zusammensetzung ist. War das ein Werk von euch Trainern oder ist das von dem Sportpsychologen auch in einer Art und Weise evaluiert worden? Wie kann man sich das vorstellen? Den Bericht habe ich entwickelt, weil mir wichtig war, wir hatten früher einen Entwicklungsbericht, der unfassbar lang war, wo die Trainer und auch ich damals war ja auch in der U9 erstmal tätig, unfassbar viele Dinge ankreuzen mussten und dann war das ein Bericht über 20 Seiten und ich glaube, das Wichtigste müssen wir eigentlich reduzieren und das dem Spieler auch mitgeben in meinen Augen. Und dann haben wir uns halt dran gesetzt und haben mir die Gedanken gemacht, was ist wirklich auch wichtig und was muss man auch rüberbringen. Und ich glaube, da haben wir, gibt sicherlich auch noch gute andere Varianten, aber ich glaube, da haben wir zumindest einen Kern getroffen, der das rüberbringt, was dem Spieler wichtig ist und was ja oft auch Fragen sind, die der Spieler hat. Jetzt gibt es noch eine sehr schöne Zuschauerabschlussfrage. Ich würde noch gern wissen, was er, also du wieder, zu der Flucht der ambitionierten Trainer ins Großfeld hält. Vielleicht auch in Bezug auf deine eigene Karriere, da du als U9-Trainer gestartet bist. Also bezogen auf dieses Karrieredenken, habe ich das so richtig verstanden? Der klassische Weg eines NLZ-Trainers ist ja entweder, er bleibt im unteren Bereich als Student so ungefähr und wenn er dann anfängt zu arbeiten, droppt er auch raus oder entwickelt sich halt weiter und wird irgendwann ab der, wie bei euch, U12, U13 hauptamtlich angestellt und muss dann aber immer weiter hoch.
Also ich habe in der U9 angefangen beim VfL, habe mich dann damals, hatte ich sogar die Möglichkeit mitzugehen oder noch eine U9 zu machen. Ich habe mich für die U9 entschieden damals. Also den Jahrgang, den ich jetzt trainiere, habe ich damals, damit habe ich angefangen, den 2004er Jahrgang und den 2005er Jahrgang dann nochmal gemacht in der U9, bin dann mitgegangen ein paar Jahre, habe dann zweimal die U12 gemacht, zwei Jahre U15, dann jetzt die U16, die Rolle als sportlicher Leiter, war erst eine Koordinatorrolle, ich war im Scouting, als Scouting-Koordinator aktiv und dann hieß es irgendwann Bereichsleiter, jetzt heißt es sportliche Leitung, im Grunde war es immer sehr, sehr ähnlich, muss man dazu sagen. Ja, wie beurteile ich die Rolle? Also ich glaube, dass es halt wichtig ist, für sich den Weg zu finden, sich wohlzufühlen in einem Thema, wo man das Gefühl hat, da bin ich angekommen. Und in dem Bereich, wo ich jetzt bin, fühle ich mich unfassbar wohl, in beiden Bereichen. Und gerade als Trainer sehe ich gerade die Kommunikation mit den Spielern auf einer anderen Art und Weise als im U9- bis U12-Bereich, wo die Jungs sicherlich auch mal andere Probleme haben, wo man auch mal ein anderes Vorbild ist, als nur derjenige, der Übungen demonstriert und dann, ich sag mal, der ja ein bisschen auch Animateur ist irgendwo, dass man auch sicherlich in der Rolle auch viel Mut zuzusprechen, Vertrauen vorzuleben und den Spieler auch spüren zu lassen. Und ja, wenn ich auf meinen eigenen Weg gucke, dann hat sich das irgendwie immer ergeben. Das war nie so der klare Plan, ich muss jetzt das und das, sondern ich habe auch das Vertrauen vom Verein gespürt und habe eine verspüre eine riesen Dankbarkeit, dass ich mich so entwickeln konnte, auch was die sportliche Leitung angeht. Und ja, sicherlich auch viel Fleiß dahinter gewesen, aber auch ein Verein, der das erkannt hat und mich da auch entwickeln wollte. Und ja, da glaube ich, finde ich auch ganz toll, wenn es Trainer gibt, die sagen, ey, U12 oder U10, das ist genau mein Ding. Und wäre toll, wenn wir irgendwann die Möglichkeiten schaffen, auch in anderen Vereinen Spieler oder Trainer hauptamtlich zu haben, die genau für den Kinderbereich nur verantwortlich sind, weil da brauchst du super Experten. Matthias Sammer hat das mal gesagt, das ist vielleicht sogar der wichtigste Bereich. Wir, vielleicht den Satz noch, spüren das selber auch, dass diese Basis unten so wichtig ist, weil wir jetzt in der U14, U15, U16 Spieler haben, die sich so toll entwickelt haben aus der U9 heraus und jetzt zu den besten Spielern gehören. Da merkt man einfach, wie wichtig dieser Grundstock ist, eine gute Arbeit im Grundlagenbereich zu liefern. Da brauchen wir die besten Trainer. Bevor du das Gespräch beenden darfst, Simon, habe ich noch ein paar Punkte. Danach geht es zur Abschlussfrage. Und zwar der Hinweis, wir haben ja, weil du es ansprichst, der untere Bereich, wir haben neben unserem Blog, vor allem speziell für den Kinderfußball, auch einen Podcast, wo wir hoffentlich dich auch bald zu hören bekommen. Das hat ja leider nicht geklappt, dank Corona, aber das holen wir nach. Dann haben wir jetzt der Zeit geschuldet und der jetzigen Situation ein Webinarangebot aufgesetzt. Da geht es sowohl um Funinho, da geht es aber auch ums Coaching in der U8 bis zur U15. Da geht es um effizienteres Fußballtraining oder Coaching im Wettkampf. Da ist alles Mögliche mit dabei. Da setzen wir den Link nochmal in die Kommentare rein. Ansonsten, nächste Woche geht es weiter mit spannenden Gästen mit dem Stream. Verrate ich noch nicht die Namen. Die werden morgen oder übermorgen wieder veröffentlicht. Aber es wird nicht langweiliger. Obwohl, Simon, du jetzt die Latte sehr hoch gehängt hast. Genau, Abschlussfrage. Was würdest du denn jetzt so in der jetzigen Zeit deinen Spielern, aber auch anderen Trainern und vielleicht den Eltern auch ein Stück weit, weil wir auch viele Eltern haben, die hier immer wieder mit reinschauen, was würdest du denen so mitgeben für die nächsten Wochen, Monate? Wir wissen nicht, wie lange es ohne Fußball weitergeht. So, was wären deine ein oder zwei Tipps, die du mitgeben würdest? Also grundsätzlich positiv zu bleiben. Die Spieler können ja auch Vorbilder für andere sein, für die Geschwister, auch die Eltern können da Vorbilder sein. Ich glaube, dass man da schnell zu neigt, auch ja alles jetzt gerade schlecht zu sehen und schwarz zu sehen. Und natürlich ist es eine schwierige Zeit und Herausforderung, eine gewisse Geduld mitzubringen und sich auf den Moment freuen, wenn wir alle wieder auf dem Platz stehen dürfen. So geht es mir, so geht es, glaube ich, meinen Jungs auch. Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen vom Jungen, der sagt so, ey, weißt du irgendwas, wann geht es wieder auf den Platz? Und natürlich weiß ich jetzt gerade nichts, aber ich glaube, dass wir auch dankbar sein können, dass wir ja einen Sport ausgewählt haben, den wir alle so lieben. Und das weißt du natürlich in so einer Phase wie jetzt nochmal viel, viel mehr zu schätzen. Also ich kann das nur für mich beantworten, dass ich sage, hey, ich habe einen tollen Weg eingeschlagen, ich bin da dankbar für und das spüre ich in der Zeit, wo ich jetzt nicht auf dem Platz bin, nochmal viel, viel mehr und ja, hoffe, dass wir irgendwann alle auf dem Platz wieder sind und unserem Hobby nachgehen dürfen, unserer Leidenschaft und ich glaube, dass das wichtig ist, das zu erkennen nochmal, dieses Gefühl auch zu haben, boah, ich vermisse das gerade so extrem. Ich glaube, diese Dankbarkeit auch dafür zu haben, dass man sich da den richtigen Sport ausgewählt, die behalten und positiv bleiben und dann glaube ich,
werden wir auch bald wieder auf dem Platz stehen. Simon, dann schöner Schlusssatz. Ich wünsche dir schon schöne Ostern schon mal und wir hören und sehen uns. Mach's gut. Okay, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.